getroffen sind und auch so zahlreich. Das ist immer erfreulich, dass viele neue Gesichter dabei. Das macht die Sache noch netter. So, ich darf zunächst mal die Referentin des heutigen Abends vorstellen. Das ist Frau Ute Simon-Adorf. Sie ist Mutter zweier Kinder, zweier erwachsener Söhne mittlerweile. Ne? Ja, Jahrgang 63 sind Sie, ne? Und ja, hat damit im Prinzip schon bewiesen, dass man Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen kann. Sie stammt aus einer Bauunternehmerfamilie, hat die ersten größeren beruflichen Schritte als Anlageberaterin gemacht bei einem Finanzdienstleister. Da braucht man natürlich eine ganze Menge für, nämlich Einfühlungsvermögen. Man muss Menschenkenntnisse entwickeln, man muss analytisches Verständnis haben, um die Kunden, die da vor einem sitzen, auch beurteilen zu können, ob sie jetzt eben Risiko suchen oder ob sie Sicherheit suchen, ob sie emotional oder wie auch immer handeln, rational möglicherweise auch, bei Anlagen weiß ich das nicht so genau. Ja, sie ist naturverbunden, sie liest gerne und viel und sie ist sehr sportlich. Da muss man natürlich ganz besonders hervorheben, sie läuft also nicht nur Marathon, sondern sie schwimmt davor auch noch Langstrecke und fährt dazwischen dann auch nochmal 180 Kilometer Rad. Also sie ist eine Iron Lady. Und das ganz Besondere an dieser Sache ist, sie hat erst mit 50 damit angefangen. Also sie ist tatsächlich schon 50. Also die 50er hier in diesem Raum, da geht noch was. Also das ist durchaus noch was drin. So, seit 2001 ist sie zertifizierte Mentalcoach und hat ein Institut für Mentalcoaching in Koblenz gegründet. Sie hat die Mind Excellence Erfolgsstrategie entwickelt, mit der sie auch arbeitet, natürlich mit Menschen. Sie ist Autorin, das ist ganz wichtig, hat also in der Zwischenzeit auch schon eine ganze Menge Bücher geschrieben, ich glaube mindestens 5. Ja. Eins habe ich mir hier mal rausgepickt, das nennt sich Ausgebremst, also die Bücher handeln im Prinzip alle von ihrem Metier. Und das Buch Ausgebremst ist vielleicht so etwas Besonderes, dahingehend, dass es sich um Menschen handelt, die andere Menschen pflegen. Hier wird das Burnout-Syndrom, glaube ich, genannt als schwere Erkrankung, aber das gilt natürlich für jede andere schwere Erkrankung auch. Der Respekt und die Anerkennung für die pflegenden Menschen steht meistens ja ganz weit hinter dem Bedauern oder dem Mitleid für den Erkrankten zurück. Und man vergisst so ein bisschen, dass der Pflegende ja vor einer gigantischen Herausforderung steht. Also wir haben das im engsten Familienkreis auch erlebt, dass selbst Freunde, Bekannte, Familie die Pflegenden nicht mehr zu irgendwelchen Events einladen, weil sie denken, die werden ja eh nicht kommen, die wollen sich um ihren Liebsten oder wie auch immer, es können natürlich auch Vater, Mutter, Kinder sein, kümmern. Aber da hören wir ja vielleicht später auch noch ein bisschen weiter. So, jetzt sollten wir vielleicht mal zum Thema kommen. Was ist ein Mentalcoach? Zunächst mal arbeitet ein Mentalcoach natürlich mit Menschen. Wir haben das in unserem Geleitwort zur Einladung so ein bisschen beschrieben, wie wir uns das vorstellen, mit dem 5-Punkte-System. Ich glaube, das werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Das machst du dann. Genau. Also Frau Simon-Adorf coacht üblicherweise im Firmenbereich, also im Managementbereich und im Spitzensportlerbereich. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das hier zu suchen? Was hat das mit Philosophie zu tun? Es geht ja in allererster Linie mal um Ziele, Ziele erreichen. Und Ziele haben wir irgendwo alle ja im Leben. Wir nennen das einfach jetzt mal Lebensziele. Und darauf ist natürlich auch die Mind-Exzellenz-Erfolgsstrategie anwendbar. Und das werden wir heute Abend erleben. Und dann wünsche ich uns jetzt einfach einmal viel Spaß, spannende Unterhaltung und übergebe das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite her ein ganz herzlich willkommen. Schön, dass auch ich hier sein darf. Also es war schon spannend, überhaupt den Weg hierhin zu finden, also wie sich das Ganze ergeben hat. Gerade war auch interessant, mit einer Dame gesprochen, weil letzte Woche durfte ich bei dem Kongress Mentale Stärken in Heidelberg sein, wo sie auch war. Also da waren wir natürlich noch im ganz anderen Metier drin und für mich ist es ein unwahrscheinlich spannendes Publikum.